Meine Damen und Herren, heute reagieren wir wieder auf ein Video von dem lieben Julian Bam. Und zwar auf seinen Juckt mich nicht Kanal zusammen mit Julia. Und zwar haben die zusammen einen Lügendetektor-Test gemacht. Und da gehen wir natürlich jetzt rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr. Und apa. Auf meiner linken Seite habe ich eine bezaubernde Lügnerin. Hä? Ja. Hast du mich jetzt hier gerade als Lügnerin? Ja, die Szene redet darüber schon. Die Szene, in der du bist. Die Szene, in der ich bin? Welche Szene bin ich denn? Köln hat eine sehr aktive Techno-Open-Air-Szene. Ach so. Heute spielen wir mal Lüg nicht. Und ich muss ganz kurz sagen, ich bin super froh und auch voll auch aufgeregt, dass du jetzt heute hier als Gast dabei bist, weil du warst eigentlich immer Thema bei diesen Lüg nicht-Videos. Ja, in jedem Scheiß-Video, wirklich. Ich habe in meine Abo-Box geguckt und immer war ich auf irgendeinem komischen Thumbnail mit irgendeinem komischen Satz und meine Füße waren auch oft dabei. Genau. Ja, jetzt sitze ich selber aber, hier. Ja, nicht nur du bist hier, sondern auch deine Füße. Was? Und deswegen ist es eine große Ehre, dich heute hier willkommen zu heißen. Das ist wirklich. Stimmt. Ich hätte nein sagen sollen. Ich will auch gar nicht lange reden. Wir haben jetzt den Finn Nitz wieder hier bei Eternal God rausgebracht. Super kuscheliger, weicher Oversize-Sweater, aber im Nitz-Style. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben eine neue Homepage. Eine ganz neue Homepage. Vorbei, gebt uns auch gerne Feedback. Vielleicht auch. So, verbunden ist. Der Mann im Mond, ab 3. Gucken wir uns natürlich auch zusammen an, Leute. Sind wir bereit? Ey, das steht ja auch gut hier. So, mach mal so. Ein Choker. Ein Choker. Ja, aber so ein Choker, der so verbunden ist. Du willst mich jetzt hier wieder gerade in irgendeinen. Da wird doch irgendein Finish-Edit von gemacht nachher, wenn Nein. ich mir das jetzt. 100 Pro wird ein Edit gemacht, oder? Nicht. Zu spät. Ich kenne doch die Zuschauer, die machen das. Nein, ich. Was sagst du? Was redest du denn? Nee, es ist wirklich absolut weit hergeholt, ich weiß. Julia, wie gesagt, wir machen heute Lüg nicht. Und ich darf nicht lügen? Du darfst nicht lügen und die Sache ist, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinger hier auch nur geliehen sind von der CIA. Ach so, ja. Und die sind schon sehr legitim. Ja. Ja. Legitim. Mhm. Legitim. Ja. Was? Keine Ahnung, ich wollte irgendein Wort sagen, aber die sind schon sehr akkurat. Ach so, akkurat. Akkurat, also die funktionieren auch richtig. Die funktionieren richtig. Also ich muss mir wirklich überlegen, nicht zu lügen, weil das wäre sonst... Wow! Krass. Cool. Perfekt. Kam auch so automatisch einfach mit. Die Zunge kam automatisch. Immer wenn man mir eine Brille anzieht, dann kommt meine Zunge raus. Wir fangen aber direkt mal an mit den ersten Fragen. Wir wollen ja gar keine Zeit verschwenden. Okay. Wir wissen, wie busy du bist. Nein, ich laber so viel Scheiße. Unter der Dusche pinkeln, eine große Freude oder unangenehm? Hä? Oder? Warum soll ich 100 Pro ist es unangenehm. Okay, ja, okay, ich merke schon, die meisten von euch sind wieder so, jo, nee, voll normal und so. Entspannt. Also ein Ja. Ja, mach ich andauernd. Hä? Weil du noch mehr. Diese Dinger sind, glaube ich, absolut Quatsch, oder? Das ist absolut. Das trackt ja gar nichts. Du bist unter der Dusche. Ja. Shit ist ich kacke auch. Okay. Krass, ja, okay, jetzt wissen wir alle Bescheid. Julia kackt auch unter der Dusche. Ist es absolut normal? Das macht, glaube ich, jeder, ne? Ich gedacht, ey, das fängt schon ganz gut an hier. So. Also definitiv verlässt da auch manchmal ein bisschen Urin meinen Körper, wenn ich unter der Dusche bin. Das ist fein. Zum Beispiel. Auch Lüge. Ja, auch ein bisschen eher, aber. Auch ein bisschen aber kacke. So verbinden sich auch Hobbys. Aber die Sache ist, wenn, aber wie ist das, wenn ich jetzt bei dir duschen würde? Und du in meine Dusche pinkelst, ob ich das entspannt fände? Ja. Also pinkeln wäre fein, kacken weiß ich nicht, weil ich habe eigentlich nicht... Das fände ich auch nicht gut. Das wäre... Nee, muss ich nicht. Aber pinkeln wäre okay, das heißt, ich kann okay. in der Dusche pinkeln. Ja, das darfst du. Du darfst nämlich auch bei mir... In die Dusche pinkeln? Ja, darfst du auch. Mein Badewanne vielleicht? Ja, doch, da auch. In deine Badewanne dürfte ich auch pinkeln, auch wenn ich nicht bade, so einfach so? Warte. Ja. Cool. Boundaries werden aufgehoben. Ja, aufgehoben auf jeden Fall. Ja, schön. Toll. Okay, seid ihr eigentlich zufrieden mit eurem Booty? Ja, mehr als das. Mit unserem... Ich habe auch schon... Soll ich jetzt sagen, ob ich mit Juice Booty zufrieden bin? Nee. Ich zeig jetzt meinen nicht in die Cam. Nee, das sollst du auch nicht machen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Aber Ju darf und das finde ich ganz gut eigentlich, so wenn er es macht und so, ne? Es ist schon, hat irgendwie, am Ende hat auch was, ja. Ja, ich glaube, ich wär zufrieden. Ein paar Squats kannst du noch machen, aber so grundsätzlich wäre ich zufrieden an deiner Stelle. Ja, ja. Ich bin zufrieden mit meinem Booty. Sag mal, warum plackert denn mein Bild die ganze Zeit? Ja. Wahrheit. Schön. Ja, voll toll, dass du so im Reinen mit dir selber bist. Ich bin im Reinen mit mir selber. Das ist wirklich einfach total toll. Ich bin zufrieden mit meinem Booty.
Schön. Schön. Gut, das ist wirklich toll, dass wir glücklich sind. Wir sind happy mit uns, unseren Ärschen. Genau. So, nächste Frage. Seid ihr dankbar für das, was eure Zuschauer euch ermöglichen? Hä? Ja. Ja. Hey. Ja, sehr. Siehst du? Bin die Wahrheit. Jetzt interessant. Ich bin mir sicher, das Ding sagt nein. Deswegen gehe ich jetzt mal mit dem Flow, mit der Elektrodendynamik und sage nein. Aber mein Ja. Mhm. Aha. Ja. Glück gehabt. Mhm. Glück gehabt. Er wusste es. Oha. So. Ich will nicht, dass du meine Comedy küsst. Aber ich will. Ja? Nee. Verkaufe ich ja. eBay Kleinanzeigen. Wir sehen uns dort. Okay, ist der Link in der Videobeschreibung? Ja, ich glaube, ich wurde gescammt. Ich wurde zu einer Shop-Seite weitergeleitet. Scam! Weiter geht's. Wie findet ihr Rezos Muttermilch? Supporte ich, definitiv. Ja, same. Supporte ich, ich finde es cool, dass er da so offen drüber redet und dass er das halt auch so eingesteht, dass er da super embryonal, nackt auch mal tasten möchte. Ehrlichkeit. Ist einer seiner entspannteren Kings, würde ich sagen. Deswegen alles in Ordnung. Mhm, ja, die supporten ihn. So ja. Die supporten ihn, das finde ich gut so. Ja, wir sind diese so Geräte gute Freunde. Haben immer recht, toll. Immer recht. Ich finde, ihr solltet das ihm jetzt auch in der Öffentlichkeit zeigen, in einer Story. Auf Juice-Account. Einfach nur, wir supporten Rezos Muttermilch King. Okay, einfach so gleichzeitig sagen, okay. Wir supporten Rezos Muttermilch King. Wir supporten Rezos Muttermilch King. Das war perfekt. Danke, sorry. Wir supporten Rezos Muttermilch King. Wir supporten Rezos Muttermilch King. Das ist fast schon wie so eine, wie so ein Sekten-Ding, wenn das jetzt so immer wieder kommt, weißt du? Wäre lustig, wenn es immer mehr Leute machen würden. Ja. Du musst es eigentlich auf TikTok hochladen, dann können die Leute so, Duetten. Duetten? Ja, oh mein Gott, wir müssen so eine Duettkette machen. Okay, Leute, ihr müsst alle ein Duett machen. Aber so eine Kette. Also immer bei einem anderen Duett, dass es ganz, ganz viele das Stimmen alle werden. Alle synchron sagen. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob das da irgendwie, ob das schon passiert ist. Oh. Das wurde nie hochgeladen, deswegen konnte man das auch nie duetten. Oh, wie schade. Mann. Ja, das ist das strong. Das ist so strong. Der wird sich so freuen. Er wird sich richtig freuen. Mega so viel freuen. Support. Voll schön. Voll schön. Der Stream hat gerade angefangen. Der Stream hat gerade angefangen. Das ist das erste Video, was wir gucken. Und jetzt ist sowas. Bam, ne, hingo. Ich hab's kaputt gemacht. Oh. Nächste Frage. Schon mal etwas mit einer vergebenen Person gehabt? Nein. Bewusst oder unbewusst? Bewusst. Bewusst. Warte. Auch nicht. Ich lebe auch schon ein bisschen länger auf diesem Planeten. Habe ich da auch was? Echt überlegen? Ja. Nö. Nein. Aua. Da müssen Statement? Wir aber auch nochmal in deinen Wertekompass gucken irgendwie, ne? Also so ein bisschen schauen, ich hatte wo du da Zeit. Falsch abgedriftet bist. Ich hatte weil das ist eigentlich. Zeit, ja. Ja, wie lange ist die so her? Das ist, das war glaube ich das? Damals hier an dieser Kreuzung da drüben. 9, 8 Jahre her. Ja. Und da hast du dann halt einfach so ein Pärchen getroffen und dir einen Part davon weggezogen, kurz mit dem rumgemacht und bist dann weitergegangen. Ja. Was du halt so casual machst, aber das ist doch das immer noch so ein Ding von so dir. So ein Moment, weil du kennst ja so Pärchen, die sind in der Öffentlichkeit und die machen dann immer so knutschen immer so rum und dann dachte ich so, boah, nicht schon wieder, das nervt mich jetzt. Ja, das verstehe ich auch. Und dann habe ich die Person weggeschubst während dem Kiss, den sie hatten, hab mich da so hingestellt und hab dann quasi mit ihr geküsst so. Und sie hat es nicht gemerkt, weil die Augen waren zu so. Und ja, das war das eine Mal, aber ich glaube, dem kann man auch verzeihen. Ja, das ist okay. Hast du die andere Person danach doch wieder dahingestellt, sodass sie gar nicht weiß, dass es passiert ist? Genau, die hat nie was gecheckt. Ach so, währenddessen, ja gut, wenn beide das nicht wissen. Niemand hat jemals mich gesehen. Sehr gut. Ich existiere gar nicht in deren Welt. Ich habe eine Frage überlesen, und zwar Frage Nummer 5. Nehmen wir mal an, Julia wäre schwanger und Julien würde ihre Mutter... Was ist das hier? Muttermilch trinken. Oh. Wäre das okay für euch beide? Ich kann dazu nichts sagen. Was? Thomas, wieso sowas? Das reimt sich sogar. Die Frage ist ja nur... Also, in der Situation ist es so. Ich bin schwanger. Hä? Aber ich... Hat man Mutter... Kriegt man das schon, wenn man schwanger ist? Ich habe gerade ein Kind gekriegt. Das macht ja keinen Sinn. Okay, ich habe gerade ein Kind. Ich hab Muttermilch in mir drin. Und die Situation ist folgende: Du kommst auf mich zu und sagst, hey, Julia, ich. Dann wäre ich wie ich da reingezogen. Immer so ein Ding.
Ich würde voll gerne mal Muttermilch probieren, weil Rezo sagt immer, wie geil das ist, aber ich kenne halt keine Mütter und wir verstehen uns doch so gut. Willst du, darf ich mal ziehen? Ich mal ziehen, Alter. Scheiße. Oder wie ist das jetzt gemeint? Ja, anscheinend. Ja, ziehen oder abfüllen. Ach, abfüllen geht auch. Okay, ja. Du antwortest. Nee, du antwortest. Nee, ganz ehrlich, wir antworten gleichzeitig. Okay. Abgefüllt, ja. Oha. Ich will nicht. Ich würde es dir anbieten. Ich will nicht. Aber ich will doch. Ich will deine Milch, aber... Aber auf welche Art und Weise? Ach so, vielleicht nicht abgefüllt. Nicht ab. Ach so. Ja, darüber müssen wir nochmal. Nee, fein. Also, ja, okay. Hä? Was? Ja, stimmt, die wird kalt. Muss sie warm sein? Lass gern nochmal ein anderes Mal drüber reden. Okay, nee. Du willst doch eh nicht. Also, alles cool. Ich frage Rezo, ob er möchte. Okay, passt schon. Okay. Ich krieg schon einen Abnehmer dafür. Heute schauen wir uns die 10 heftigsten eBay-Auktionen an. Diese Fragen, Alter. Nächste Frage. Wart ihr mal betrunken oder auf was anderem bei einem Videodreh, aber habt das nicht kommuniziert im Video? Ja. Also nicht betrunken, aber ich hatte mal was kurz davor getrunken. Also ich habe so 3-4 Stücke mal getrunken, bevor ich was gedreht habe. Aber war nie betrunken. Immer oder nicht? Immer? Ja. Betrunken. Jedes Mal. Nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal, aber fast. Sehr oft. Das ist auch ein bisschen nervig. Ich habe auch schon mit Julia gesprochen. So, ey, komm nicht immer betrunken zum Set. Aber es fällt mir halt schwer. Ich sage... ich kann eigentlich ohne. Du kannst nicht ohne. Ja, aber das Leben ist auch grausam. Ich habe gesagt, ja. Nee, scheiße, aber ich wollte cool sein. Oh Mann, das ist so uncool. Ich bin super nüchtern. Du kannst doch genau machen. Nicht, das ist total uncool. Nee, gar nicht. Wirklich. Scheiße, Mann. Ja, da kann ich jetzt auch nicht weiter mit dir drehen, ehrlich gesagt, weil da habe ich keinen Bock drauf auf so uncoole Person. Intim, Tattoo oder Piercing? Ja oder nein? Ja, wir kennen die Antwort. Ja, oder? Denkst du? Warum kennst du die Antwort? Hä? Nee, hab ich... Hab ich rausgenommen jetzt, also jetzt... Ja. Mann, ich dachte, ich kann cool wirken jetzt. Das ist unangenehm. Du bist clean. Fuck. Clean as fuck. Ach Mann. Auch im Intimbereich, Aber ich habe Pläne. Du hast Pläne im Intimbereich. Viele Pläne. Ja, ich habe große Pläne. Okay, und du? Im Intimbereich... Über die weiß man es ja eigentlich. Nein. Cool. Ja. Können wir zusammen zum Piercer gehen? Ja, können wir machen. So ein, wir piercen uns gegenseitig im Intimbereich. Ja, bitte. Finde ich cool. Machen wollt ihr sehen? Können wir auch einen Vlog von machen? Wir haben so eine geile Roadmap schon. Ja, voll schön. Also, manchmal ist so ein bisschen weird, sowas da so anläuft, oder? Fesseln. Ah, das kennt ihr gar nicht. Das kennt ihr nur, wenn ihr Judas Video gesehen habt. Ja, genau. Intimbereich, Tattoo, Fliegen. Unsere Reise wird noch intensiv. Merke ich. Merke ich auch. Schön. Hauptsache Kamera ist dabei, Leute. Ja, wir wollen alles sehen. Frag, findet ihr Rezo anziehend? Ja, ist ein hübscher Kerl auf jeden Fall, definitiv. Ja, ist ein süßer Mann. Ja. Ist jetzt doof, ne? Ist jetzt ein bisschen doof. Ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, nee, auch mega ab, wie der aussieht mit diesen blauen Haaren. Was scheiße, hast du denn gegen ihn? Ey, ich bin nicht ehrlich zu ihm, scheiße, es sind diese Haare. Das sind diese Haare. Ich krieg auch die ganze Zeit irgendwelche Fotos und Videos zugeschickt von irgendwelchen anderen Leuten, die blaue Haare haben und alle sagen, guck mal, ist Rezo. Und du findest es richtig ekelhaft auch, ne? Nee, ich find's so lustig, wenn repostest es einfach immer. Ah. Ja. Ja, okay, also, aber, ja gut. Aber es hat nichts mit dieser Frage zu tun. Nee. Okay, ich muss, glaube ich, echt, weiß nicht, Paartherapie mit Rezo machen. Kannst ich du glaube vielleicht auch. Kann man das ein Video? Das ist ein Video. Ich bin die Therapeutin. Du bist die Therapeutin. Ich bin die Therapeutin. Aber als Bella Beauty. Warum? Also, nicht. Nur so, also. Okay, doch, ja, ist fein. Okay, nächste Frage. Julia. Wieso nur ich? Julia, würdest du für 1 Million Euro den Kontakt zu Ju beenden? Nein, beziehungsweise würdest machen. Du Ju den Kontakt zu Julia abbrechen für 1 Million? Ey. Für immer und ewig. Gib mir 100.000. Ich mach auch so. Nein, würde ich nicht machen. Für 2 Millionen? Aber es ging ja um 1 Million. Würde ich nicht machen. Dir ist...
mir nichts mehr. Eiskalt. Wo krieg ich das Geld? Wo kann ich es abholen? Oha, Mann, nein, du brichst gerade mein Herz. Ja, weißt du warum? Weißt du, guck mal, so fies warst du jetzt. Ich würde es auch machen jetzt. Ich wollte eigentlich Nein sagen. Aber ich wollte Nein legit gesagt. Ja, aber du hast gelogen. Ich wollte legit Nein sagen, weil ich auch ehrlich gemeint habe, nee, du bist mir wichtig so. Aber das Geld interessiert mich nicht. Dann die Freundschaft zu dir ist mir wichtiger als das Geld. Und dann sagst du das und lügst mir auch noch frech ins Gesicht. Weißt du, nee, dann bin ich jetzt auch so. Dann nehme ich jetzt auch das Geld. Ja. Siehst du, oh, sie nimmt wirklich das Geld. Ja, du hast mich verletzt. Das lag nur daran jetzt gerade. Oh. Ja, sonst hätte ich nicht, ich schwöre, aber du hast jetzt gerade wirklich einiges kaputt gemacht, muss boah, ich sagen. Boah, ist ja scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Nee, kommst du auch nicht. Hier komme ich nie wieder ich raus. Ich bin auch traurig gerade, ehrlich. Aber immerhin bin ich jetzt reich. Ist auch gut. Aber ich bin auch reich. Wir sind beide. Das ist die Sache. Je reicher man ist, desto trauriger ist man, sagt man doch immer. Sagt niemand. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich enjoy einfach das Video mit euch. Ich gucke einfach das Video mit euch. Das ist mein Spaß. Mit Geld. Wenn du mir 2 Millionen gibst. Ey, du bist so käuflich, ne? Ey, ja. Ich bin gar nicht cool. Nee, da will ich gar nicht mit dir befreundet sein. Ja, wir können jetzt weiterspielen, aber ich rede halt nicht mehr mit Ju. Okay. Mögt ihr eure gemeinsame Arbeit an unseren Hauptvideos, wie zum Beispiel das neue Mann im Mond Video, das ihr an dieser Stelle auch gerne nochmal alle komplett durchlaufen lassen könnt? Das würde uns nämlich sehr helfen. Müsst auch nicht gucken. Lasst es einfach einmal am Stück durchlaufen. Danke. Also ich hätte gesagt ja, aber durch die Situation, die gerade entstanden ist, muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht mehr dazu bereit auch. Ja. Verstehe ich jetzt nicht, wenn dir unsere Freundschaft eigentlich doch so wenig wert war. Das Arbeit, ne? Der Klicks im Spiel. Der Klicks, das ist ja was anderes. Ursprünglich ja. Boah! Der Julia, ja, manchmal sagen, dass also ich schwer enttäuscht bin von ihr. Du hörst doch von meinem Management. Ja, dann hau mal raus hier. Habt ihr mal in einem kleinen Raum gepupt und die Schuld dann auf eine andere Person geschoben? Auf die andere Person? Nee, noch nie. Ohne Witz, nein. Ganz ehrlich, wenn ich furze, dann sage ich ganz klar, Leute, sorry, ich habe gefurzt. Mhm. So bin ich. Mittlerweile tue ich das auch, aber es gab andere Zeiten. Ich habe es schon mal gemacht. Ah ja, okay, als kleines Kind vielleicht. Früher war ich nicht so offen. Ich habe mich auch geschämt noch. Ja? Mhm. Nee. Also ich sag ganz klar, das Ding hat meinen Arsch verlassen. Siehst du? Ehrlichkeit. Mittlerweile ja, früher nein. Ja, die sind wenigstens ehrlich. Ja. Ehrlich. Hast du gerade gefurzt, weil es stinkt echt? Nee, habe ich nicht. Echt, ja? Ich wollte dich dasselbe fragen. Hm. Wer war es, Thomas? Nein. Thomas. Hä? Hey, sicher? Mach das nicht, wenn andere dabei sind. Hä? Ja, okay, einer lügt. Von ungesund, Thomas. Ich glaube, es ist einfach dein Parfum. Schwere Frage. Ihr müsst euch entscheiden, lieber den eigenen Finger in die Kiste stecken oder einen anderen Finger in die Kiste gesteckt bekommen. Was meint er mit Kiste? Was meint er mit Kiste? Also ob ich lieber einen Finger da reinstecke oder einen Finger reingesteckt bekomme? Ja. Zweites. Lieber stecke ich rein? Was ist das für Fragen? Ich bin auch verwirrt. Ey, bei mir ist aber auch immer Nein. Das war jetzt die ganze Zeit Nein. Ganz ehrlich, das ist doch eine Lüge hier. Das ist eine Verschwörung gegen mich. Ist doch in Ordnung, wenn du da Bock drauf hast. Ist in Ordnung. Nein, ich bin auch voll fein damit. Da kann mir jemand was auch... ich habe kein Problem damit. Die Maschine sagt es auch so, die gibt es auch nochmal zu. Alles cool, ich bin fein damit. Gut. Gut, und du? Lieber tun als lieber reinstecken. Das ist alles, die sind so am Lügen beide, ne? Ey, bei dir ist auch immer grün, ne? Ich glaub's nicht. Ja, ich lüge ja auch nicht. Ja, vielleicht sollte ich mir echt Gedanken machen. Ja. So, letzte Frage. Hat euch dieses Video Spaß gemacht? Ich hoffe doch, Klammer auf, zwinker, Smiley, Klammer zu. Nö. Uns hat Spaß gemacht. Ja, cool. Ja, jetzt wunderbar. Dann können wir an der Stelle das Video auch einfach beenden, nee, oder? Nee, ich sag. Ach so. Nö. Boah, ihr macht das Spaß. Die ganze Zeit dieses Kalküle. Hä, was für ein Kalkül denn? Ich hab dir meine Muttermilch angeboten, Mann. Ja, aber ich will die nicht abgefüllt. Okay. So, Freunde, ey, dieses, weiß nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch einfach nicht mehr. Das war irgendwie auch mit deinem Video, jetzt mit diesem Video. Das war alles so ein bisschen zu viel. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht mehr. Ich glaub...
super. Ich glaube, ich nehme die Million. Das war's mit dem Video. Ich glaube, ihr seht auch, dass man nicht immer alles nachmachen sollte, wie zum Beispiel auch so ein Format. Das kann halt auch Menschen trennen voneinander, wie es ja hier jetzt gerade der Fall ist oder war. Ja. An der Stelle entschuldige ich mich für alle Leute, die auch da irgendwie auch am schlechten Vibe rausgegangen sind jetzt. Lasst gerne mal vielleicht ein Like da. Seid ihr leider nicht. Genau, weil nur noch Likes auf diesem Video könnten die Freundschaft retten. Aber ey, wie gesagt, wenn euch die Freundschaft nichts wert ist, dann ist es auch okay, wenn ihr da irgendwie sofort seid, einen Finger aufs Like zu setzen. Weiß nicht, ob das noch was nützt. War eine nette Zeit mit dir. Junge! Du hast gerade wirklich drauf angelegt. Ja, jetzt prügeln wir uns. Okay, so, das war's jetzt mal mit dem Video von heute. Schaut gerne bei Ju und Julia vorbei. Die sind beide in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne auch noch ein Abo da, damit ihr nicht mehr wollt.